Kai Dybala. Johnny. Wood. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da verlieren sie den Ball. Mbappé. Ball kommt flach. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Bruno Fernandes. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Und jetzt ist der Ball geklärt. Adrian Gonzalez. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Mbappé. Melero. Kai Dybala. Gut. Johnny. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Und jetzt gibt es Einwurf. Samuel Kalou. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Melero. Kai Dybala. Ballverlust. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Und jetzt bekommen sie die Chance. Johnny. Klasse Technik. Jetzt kommt der Schuss. Gute Parade. Barcelona über außen. Starkes Passspiel bei Barcelona. Da kommt der Schuss. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Dimitrios Kumpelis. Wird das seine Torchance? Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Ecke kommt. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Nee, also aus der Chance muss er einfach mehr machen. Das war ein ganz schwacher Abschluss. Schöner Pass. Mbappé! Fällt das Tor doch noch? Bruno Fernandes. Dele! Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Boah, das wäre es natürlich gewesen, wenn der Schuss aus dieser Distanz reingeht. Ah, da hätte er eigentlich einen Treffer verdient gehabt. Samuel Kalou. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Mbappé! Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Wahnsinn. Die Parade gerade, wie er sein Team da im Spiel hält. Dani Ceballos. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Gut geklärt. Das war wichtig. Johnny. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Mbappé. Schöne Bewegung. Bruno Fernandes.
Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Melero. Adrian González. Vorteil, Spiel auf weit. Klasse Zuspiel. Da kommt er raus und hält den Ball. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Adrian González. Kai Dybala. Da trennt er ihn vom Ball. Und zum. So, Spiel geht weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Die Führung bisher für Barça war eine gute Partie bislang von den Katalanen. Renato Santos. Schönes Zuspiel. Gefährlich! Dani. Jetzt wird's gefährlich. Flanke jetzt. Abgeblockt. Johnny. Jetzt schießt er. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Adrian González. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Jetzt eine gute Flanke. Schöne Aktion. Dele Alli. Und den hält er fest. Gut gemacht. Und da ist der Ball wieder weg. Dani. Tolles Zuspiel. Ball an den langen Pfosten. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Da ist die Flanke. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Jetzt der Eckball. Das war eine richtig gute Chance. Eine klasse Ecke und dann wird es eben auch gleich gefährlich. Melero, Kai Dybala. Klasse Aktion, Ball ist weg. Dani. Und er hat den Ball. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Den Ball nimmt er mit dem Kopf, geht aber ins Aus. Samuel Kalou. Johnny. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da passt er auf und kann klären. Mbappé. Ja, schwacher Ball hier. Er kann klären. Bruno Fernandes. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Das könnte die Chance werden. Geht er rein? Da hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Aber im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung.
Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Es gibt Einwurf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und er pfeift Freistoß. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Gefährlich, sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Er ist da und kann den Ball hier klären. Federico Valverde. Dani. Sie holen sich den Ball. Gute Aktion. Gut geklärt. Fabian. Franke kommt weit. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Nochmal die Unterstützung von den Rängen. Die Hoffnung auf den späten Ausgleich. Sie lebt. Mbappé. Mbappé! Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Super dazwischen gegangen. Barcelona liegt weiter vorn, aber ein Tor ist wirklich kein beruhigender Vorsprung. Schwache Aktion, Ballverlust. Ball kommt rein. Da können sie erstmal klären. Dani Ceballos gibt Freistoß. So, Buschi, wir bekommen einen Spielerwechsel beim FC Malaga. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runter. Drin ist der Ball, der war aber abgefälscht.